1. September 2024, vermutlich ein weiterer historischer Tag. Nicht nur, wenn wir in der Vergangenheit schauen, am 1. September um 4.45 Uhr 1939 hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Es gibt viele historische Daten, wer alles gestorben ist, was es alles für Schlachten gab. Und auch ich habe etwas Kleines zu feiern. Dank euch ist er hier da, der YouTube Award für die ersten 100.000 Subscriber, also für die ersten 100.000 Abonnenten. Das ist eure Arbeit gewesen. Dafür sage ich vielen Dank. Ich muss mir dann noch ein Plätzchen dafür suchen, ob ich den zweiten mir besorgen kann. Der ist ab 1 Million Abonnenten. Oh, das wird ein langer, steiniger Weg. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Heute ist ein Tag, die Wahllokale, sie sind bereits geöffnet. Ein Tag, der vermutlich in die Geschichte eingehen wird. So viele ausländische Medienvertreter, die in Dresden und in Erfurt unterwegs sind. Es ist völliger Wahnsinn, kann ich euch sagen. Selbst aus Australien, aus Neuseeland, aus Lateinamerika, von überall auf der Welt wurden die Korrespondenten heute in die kleinen Länder Sachsen und Thüringen entsandt. Denn Sachsen und Thüringen können uns heute vermutlich befreien. Sie können den Befreiungsschlag setzen, um uns von der Ampelregierung zu erlösen. Viele halten das für unrealistisch, die meisten reden nur darüber, wird blau regiert oder wird nicht blau regiert. Das ist alles eigentlich im Moment zweitrangig. Es geht mal wieder darum, wie viele Klatschen wollen sie sich noch abholen als Ampelregierung. Es steht zu befürchten, beziehungsweise es steht zu hoffen, würde ich sagen, dass alle drei regierenden Ampelparteien heute aus zwei Landtagen fliegen. Das bedeutet, sechs Fraktionen würden die Landtage verlassen müssen. Natürlich kommen dann neue hinzu. BSW ist nur ein Beispiel. Auch die Werteunion, sie ist ja jetzt mit dabei. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse ab 18 Uhr. Es könnte sein, dass ich ab 15 Uhr ein Vorabergebnis erhaschen kann. Allerdings ist das meistens schwierig zu bekommen und meistens auch gar nicht für meine Augen bestimmt. Es kann also heute losgehen, dass wir den Anfang vom Ende setzen, damit der Osten nicht wie damals, damit der Osten Deutschland befreit. Und ich setze da große Hoffnung da rein, denn wenn diese Parteien aus den Landtagen fliegen, dann haben sie die Möglichkeit zu reagieren bis zum 22., bis dann in Brandenburg gewählt wird. Oder man wartet, um sich noch eine Klatsche abzuholen. Da ist doch aber immer nur die Frage, wie viele Schläge ins Gesicht brauchen Politiker, bis sie am Ende aufgeben oder ihren Kopf benutzen. Ich vermute, sie brauchen einfach die Klatsche mit ihrem eigenen Wahlergebnis. Allerdings dürfte das Selbstzerfleischen der Parteien dann erst seinen Lauf nehmen, wenn die SPD dann anfängt, Olaf Scholz zu treiben und wenn die Grünen sich sowieso zerfleischen, weil es sind ja nicht ihre Themen, die bei den Leuten nicht ankommen, sondern die Leute wären brauner Mist, hat Ramelow gestern gesagt, und lauter so ein Schwachsinn. Dabei müsst ihr die Leute einfach in Ruhe lassen, hört auf, sie zu gängeln. Jetzt wurde zum Beispiel X in Brasilien verboten, jetzt drohen sie ihm damit, das in der EU zu verbieten. Free Speech is under attack. Die freie Sprache, die freie Meinungsäußerung, sie ist weltweit in Gefahr, sie ist weltweit Angriffen ausgesetzt und viele schauen dabei zu und singen dann das Lied vom Antifaschismus. Es ist einfach völliger Wahnsinn, in welcher Realität manche Leute leben, aber das ist die Realität. Ich war jetzt eine Woche nicht in Berlin. Was hier die Woche wieder alles passiert ist, das ist unfassbar, ja. SEK-Einsatz bei einer Kita, weil ein Einbrecher halt 10 Stunden auf dem Dach gestanden hat, kein Problem, Kita dann geschlossen. Was soll man da schon machen? Und es ist völliger Wahnsinn. SEK-Einsatz, dann gab es einen Ehrenmord und einen Femizid. Also hat einer einfach mal seine Ex-Freundin abgestochen. Das ist der völlige Wahnsinn, ja. Und dann kamen die Woche noch Zahlen raus, dass in großen deutschen Städten inzwischen 5-10% der Bevölkerung aus Schutzsuchenden besteht. In Bayern, Bayreuth hat 10,2% der eigenen Stadtbevölkerung sind Schutzsuchende. Regensburg hat 7,5% und es gibt noch weitere Städte und das ist auch völliger Wahnsinn. Sie holen halt Kalkutta nach Deutschland und wundern sich dann, dass die Leute Parteien wählen, die sagen, wir wollen Kalkutta wieder zurückschicken. Es ist völlig abstrus, ja. 5% der Syrer leben in Deutschland. 5% aller Afghanen leben in Deutschland. Das heißt,
jeder 20. Afghane, jeder 20. Syrer ist inzwischen in Deutschland, dass das irgendwann zu logischen Problemen führt, zu Konsequenzen für eine Gesellschaft, das wollen sie immer noch unter den Teppich kehren. Und da warte ich nur drauf, bis sie dann bald mit dem Teppich und Aladdin davonfliegen. Dann sehen wir den ganzen Müllhaufen, den sie uns hinterlassen haben. Sie wollen uns aber hier noch Tag um Tag auspressen, weiter Deutschland in den Abgrund reiten. Jeder Tag ist wichtig, jeder Tag zählt. Deswegen heute am 1. September 2024 ein Tag für die Geschichte, ein Tag, über den die ganze Welt in Deutschland berichten wird. Wie gesagt, internationale Medien sind alle vertreten. Alles. Also ich habe nichts gesehen, was nicht da ist, ja? Selbst also russische Medienvertreter werden sich irgendwo dazwischen schieben oder sie sind dann halt getarnt als irgendein türkisches Medium. Nur beispielhaft, ich habe keine Belege, falls hier Türken zuschauen, das sollte keine Anschuldigung sein. Es ist aber Al Jazeera da, die Al Jazeera, die mit der Hammer. Alles, völliger Wahnsinn. Es geht am Ende dann wieder darum, ob ein Nazi oder ein Faschist Thüringen regiert, würden die einen sagen. Ich sage, es geht um den Fortbestand unseres Landes, es geht um den Fortbestand unserer Kultur, unserer Demokratie, wie wir sie empfinden, einem Rechtsstaat, der teilweise dysfunktional geworden ist, einem Abschiebeflug nach Kabul, den sie uns am Freitag verkauft haben, der gar kein Abschiebeflug war. Das war eine freiwillige Ausreise, finanziert von der Bundesregierung, keine Bundespolizisten an Bord, 1000 Euro Handgeld für jeden, selbst für Vergewaltiger. Das nennt man dann Vergewaltigungsprämie. Herr Scholz, Frau Faeser, können sich mal auf die Stirn tätowieren lassen, sie sollten sich im Grund und Boden schämen. Und natürlich hat Qatar Airways eine freiwillige Ausreiseerklärung verlangt. Damit ist es keine Abschiebung, denn wer freiwillig ausreist, ist freiwillig ausgereist. Deswegen haben sie auch alle gesagt, sie wollen zurückkommen, denn ohne Abschiebung keine Wiedereinreisesperre. Das ist völliger Wahnsinn, Leute, und sie wollen uns verarschen. Und Frau Faeser läuft immer weiter mit ihren Krücken, mit ihren Krücken. Und ich sage, heute Abend wird sie dann auf einmal einen Rollstuhl brauchen, wenn ihre SPD endlich hinausgekehrt wurde aus dem Landtag in Sachsen, aus dem Landtag in Thüringen und sie endlich mal klar Schiff machen. Vor allem muss die Linke abgelöst werden in Thüringen. Sie dürfen nicht mehr in Regierungsverantwortung sein. Und dann muss ein Untersuchungsausschuss ran. Und diese ganze linke Mischpoke auf links drehen, beziehungsweise sind sie schon, dann auf rechts drehen, schütteln am Baum und gucken, wie viele Korruptionsfälle, Vorteilsnahmen im Amt und so weiter da herausfallen. Wollen wir gar nicht anfangen von der Volksverhetzung, wenn man braunen Mist sagt, zu 33% der Wähler des eigenen Landes. Da muss man schon ein bisschen krank sein im Kopf, Herr Ramelow, aber dass sie krank sind, sie sind ja auch bei der kranken Partei Die Linken und das meine ich vollkommen ernst. Das ist nicht normal, ja? Aber sie wollen uns das als normal verkaufen, dass man Reiche erschießen darf, dass man jeden hineinlassen darf und dass die größte Gefahr ist weniger Migration. Hat Herr Ramelow erst vor der Sommerpause gesagt bei Markus Lanz, aber heute ist der wichtige Tag. Heute, ihr seht es an meiner Farbe vom T-Shirt, wird es seinen Lauf nehmen. Egal wie es ausgeht, es wird ein Erdbeben gemeldet werden um 18 Uhr aus Erfurt und ein Erdbeben um 18 Uhr aus Dresden und man wird die seismischen Aktivitäten selbst in Berlin messen. Ob das Erdbeben dann erst heute Abend in Berlin einschlägt oder morgen früh, werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es morgen früh wieder Parteisitzungen, Gremiensitzungen, Vorstandssitzungen, Präsidiumssitzungen geben, bis die Telefone glühen. Vermutlich auch über Webex. Da können wir uns ja bei der SPD dazuschalten, wie wir gelernt haben. Es ist einfach völliger Wahnsinn. Und sie glauben ernsthaft noch, dass sie Wahlen gewinnen. Aber das ist es halt, wenn man in einer Scheinrealität lebt. Scheinrealitäten sind immer schlecht, aber sie wollten es so, sie kriegen es so. Ich bin gespannt, ob sie heute den Intelligenztest bestehen in Sachsen und in Thüringen. Ich würde sagen, ja. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Warst du schon das Kreuz setzen oder bist du gerade erst auf dem Weg? Sag's mir, schreib es unter das Video. Ansonsten Hinweise wegen Wahlfälschung, Wahlbetrug oder sonstigem bitte an kontakt@politikmitkopf.de. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn du die Schnauze voll hast, dann schau doch mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal. Ansonsten, ich habe noch Telegram für die unzensierten Bilder, wie die syrische Großhochzeit diese Woche. Und ich habe X. Damit verpasst du nichts. Schöner Witz. Nein, Spaß. Wir sind am Ende dieses Videos. Ciao, bis bald.